es irgendwas gibt, was gesprochenes Wort in Peanuts Erwachsene umwandelt. Ja, ich will die ganze Folge so machen. Oh, das ist natürlich nicht sogar so ein Filter. Nee, ich hab schon gesucht. Ja, und zwar müsstest du es einfach nur entweder ganz langsam oder ganz schnell stellen. Ja. Dann hast du ja eigentlich keine Regeln. Ich probier mal was aus. Ob Arthur vielleicht noch irgendwas. Haben wir jetzt schon eigentlich ein Intro? Ja, also es nimmt gerade auf. Das ist nur das Intro. Tag. Wir haben uns heute hier versammelt. Ey, das ist eine Kirche hier. Das ist auch Messbier. Wie lang ist es denn? 20 Zentimeter. That's what she said. Ja. Ja, wir sind durch die Gegend gefallen, bei Hendrian irgendwo hingefallen. Hallo, Hendrian. Hallo. Hallo, Hendrian. Willkommen in meinem Wohnzimmer. Und unter Waffengewalt haben wir alle dazu gezwungen, wieder Roy Black-Filme zu gucken. Also, namentlich ich. Wir werden noch gezwungen. Ja, weil wir leiden alle nicht genug. Ich schon. Ich weiß gar nicht, was ihr habt. Ja, machen wir mal eine kurze Vorstellungsrunde, oder? Nee, wieso? Ich bin die Dela, wie immer. Ich bin da. Wir auch. Und heute mal noch mit jemandem anderen an der Seite. Yay! Hallo. Juhu. Ich glaube, sie meint mich. Vielleicht meinte sie die andere Seite. Hallo, Ofen. Hallo, Fliege. Hast du meine Frau gerade heiß gemacht? Jo, und wir gucken heute, wenn mein Schätzchen auf die Pauke haut. Film ab. Wir sind da, Anita. Hallo, Anita. Was habe ich da gerade gesehen? Ich weiß nicht, meine Augen waren von Tränen so verschwommen. Aber das solltest du wissen, du hast den Film mit ausgesucht. Ich bin unschuldig, ich kannte den Film nicht. Ja, wir haben das nur gesehen. Also wir gucken, was gucken wir heute eigentlich, Schatzi? Schatzi? Mein Schatzi haut auf die Pauke oder so ähnlich. Wenn mein Schatzi auf die Pauke haut. Danke. Von, wie wir festgestellt haben, 1971. Und es ist sehr, sehr gruselig. Es war kein guter Jahrgang für Filme. Es war kein guter Jahrgang für Roy Black. Gibt es einen guten Jahrgang für Roy Black? Ich weiß es nicht. Ab den 90ern, wenn er tot war, dann fand ich ihn ganz erträglich. Aber nur die neuen Sachen. Ja. Ich kannte ihn ja schon, wo er noch in ganz kleinen Clubs gespielt hat. Ein Schloss am Mördersee. Genau. Tatsächlich ist das übrigens der Grund, weshalb ich euch dazu gezwungen habe. Ich komme ja aus dem Osten. Das ist ja eine Sache, die ich, als ich Kind war, nicht so richtig begriffen habe. Mein Onkel hat Zeit seines Lebens bei jeder Geburtstagsfeier und bei jedem Blödsinn erzählt, dass Roy Black einer seiner Sandkastenspielkameraden gewesen wäre. Jetzt hat Roy Black zumindest, soweit ich weiß, im Osten noch nie einen Fuß in die Tür gesetzt. Sonst würde er ja den Uranfilm auch nicht, wo auch immer das ist, drehen. Sondern halt da. Oder natürlich, es ist im Osten gedreht. Und, aber ich sag mal so, wie alt wird er hier in dem Film sein? So Mitte 30? Ja. Dann ist mit Sandkasten, ja, wobei Roy Black kannst du alles zutrauen. Nein, aber tatsächlich ist das der Grund, weshalb ich eine gewisse persönliche Bindung zu Roy Black habe. Weil es wohl offiziell ein Freund der Familie ist. Okay. Und das spricht für meine Familie mehr Bände als alles, was ich bisher jemals noch immer erzählt habe. Es ist, wir haben ja heute Jonas dabei, deswegen, Jonas, gib uns mal die Zusammenfassung von dem, was wir bis jetzt gesehen haben. Ein Kerl hat Uran aus Brasilien oder so mit dabei für seinen Vater, der irgendwo im Minengeschäft ist. Nein, im Auto war der. Achso.
ein Auto, also ein Bergbaumagnat oder sowas. Eine Konkurrenzfirma will den Kram haben. Irgendwas ist mit Musik und einem besten Freund und einer Cousine. Schnauze. Und einem Hippie-Mädchen, das nichts sagen darf. Ja. Aber für die Bonanza Mining Corporation arbeitet. Also die Handlung ergibt noch nicht so viel Sinn, aber wir hatten schon zwei großartige Action-Sequenzen. Zwei? Ich hatte die mit dem Seil. Oh, die mit dem Seil. Und die mit dem Wohnwagen und die mit dem... Ach, drei sogar, stimmt. Eingepackten... Die Flucht, ja. Ja. Die ist zwar sehr, sehr übergriffig. Das war nicht übergriffig, das waren die 70er. Ja. Da hat man das so gemacht. Außerdem hat er eine Decke dazwischen gehabt. Genau so, du hast eine Frau gesehen, hast sie in dein Leopardenfell eingewickelt und mitgenommen. Ja, streng genommen war es ja Notfall, weil es ist seine Wohnung. Eine ihm unbekannte Frau kommt rein, die er wahrscheinlich als Einbrecherin identifiziert hat. Und möglicherweise als Spion der Bonanza Mining Corporation. Er der macht sie dann nicht, nicht. Eingewickelt in ein Leopardenfell. Und ist dann irgendwie über den Aufzug geflüchtet. Wobei ich mir tatsächlich nicht mal sicher bin, ob es seine Wohnung ist oder die Wohnung von dem Bruder-Cousin-Gedächtnis-Typ. Die Verbindung zwischen denen ist, weiß ich sowieso nicht. Ich glaube, das sind einfach Freunde. Weil das würde natürlich erklären, warum sie einen Schlüssel hatte, um reinzukommen. Ich habe das genau so verstanden gehabt, als würde er quasi jetzt weg müssen, einfach aus beruflichen Gründen. Ja. Und lässt seinen besten Kumpel in seiner Wohnung. Genau. Und dann kommt die Frau, wirft einen Hut nach ihm, er wickelt sie ein und flieht über den Essensaufzug. Ja. Warum haben wir keinen Essensaufzug? Ich fände das total praktisch. Bauliche Mängel. Müssen wir beheben. Und wahrscheinlich haben wir keinen, der uns das Essen macht und hochschickt. Ne? Schlecht. Ja, das wäre noch ein großes Problem. Wir brauchen unbedingt Angestellte. Und dann einen Essenstreppenlift, oder? Ach, bis es oben ist, ist es kalt. Gibt halt immer Eis. Aber wir haben wie immer eine sehr kreative Wahl der Kleidung. Gott. Ja, die 70er lassen grüßen, große Sonnenbrillen. Ja, aber es ist tatsächlich selbst für die 70er schlimm. Ich dachte gerade, Dela meint uns hier. Ja, das sowieso, aber wir haben wenigstens keine gelben Schuhe. Stimmt. Also ich muss sagen, diesen Hut, den wir gerade im Bild sehen, der ist zeitlos cool. Ja. So ein Sherlock Holmes Detektiv. Ja, ich habe vergessen, wie er heißt. Rüdiger. Spotto hatte den Namen letztens gesagt, ich habe ihn wieder vergessen. Ja, in einem anderen Format wird das hier keine Werbung gemacht werden. Sander, ich das mit den Würfeln? Vielleicht. Da wäre ich lieber als hier. Ich habe Würfel dabei. Tja, wir hatten aber auch schon zwei Highlights jetzt in den ersten. Wie viele Minuten haben wir jetzt schon? Ich drücke mal auf die Taste. Ne? Aber wir hatten also jetzt 15 Minuten und schon zwei Songs. Ja, zwei. Anderthalb Minuten und das erste Lied ging schon los. Und das war auch noch ein schlimmes. Ja, wobei... Aber das war die Untermalung für das Intro. Ja, aber es tut trotzdem weh. Das war der erste Schmerz in dem Film, ja. Und wir haben gerade festgestellt, dass Frank Beck offensichtlich nur 5 Lieder hat, die er in allen seinen 20 Filmen wiederverwertet hat. Denn Hendrian und ich hatten ja letztens schon Kinderarzt Dr. Friedrich geguckt. Flo, ist das ja Gott sei Dank erspart geblieben? Naja, nicht ganz. Bei der Aufnahme unserer letzten Folge hatte ich ihm in den Hintergrund laufen, aber ohne Ton glücklicherweise. Okay. Und da hatten wir ja schon eine Sequenz, wo wir Schön ist es auf der Welt zu sein gesungen haben. Was ja an sich schon eine plakante Lüge ist. Aber aber dann diese psychedelischen Sachen mit der Biene und dem Stachelschwein noch dabei. Aber ich muss auch sagen, ich habe neben Kinderarzt Dr. Fröhlich auch gesehen, unser Doktor ist der Beste. Der hatte nicht nur 5 Lieder, der hatte nur 5 Drehbücher für 20 Filme. Nur die Frauen haben gewechselt, außer Uschi Glas, aber die zählt ja auch nicht als Frau. Ja. Sondern als Haustier. Ja, wir waren bei Action-Szenen stehen geblieben, ne? Die zweite. Ja, genau. Die zweite mit der Abseilaktion der Spionage. Es ging auch im Bad, wo einer einen abgeseilten hat. Wir haben übrigens auch da wieder eine Wiederholung, die Wörtersee-Krankheit.
Männer sehen, die nicht da sind. Stimmt, ja. Ich will auch kein Ding sehen, die nicht da sind. Sind nicht die Dinge, die wir sehen, schon schlimm genug? Hallo. Ja, Schatz. Na, wünsch mir, dass die Dinge, die ich sehe, nicht da sind. Aua, mein Auge. Aua, mein anderes Auge. Außer Missy. Missy ist immer eine Freude für meine Augen. Hi. Hallo, Schatzi. So. Und wir hatten auch ganz kreative Kochrezepte gerade. Also was ich gerade gesehen habe, was sie da in den Wohnwagen in den Kochtopf geschüttet hat. Ich habe nicht zugehört. Es war Zucker oder so. Nee, das war Pfannkuchenteig, glaube ich. Das eine in der kleinen Flasche. War das nicht Senf? Damals schon? Das eine war Senf. War das Senf? Das war Senf. Senf und Zwiebeln hat sie geschnitten. Ach, stimmt, ja. Salz, einen ganzen Kanister voll. Ja. Okay, gut. Ich habe es für Pfannkuchenteig, deswegen habe ich mich gewundert, was sie mit den Zwiebeln will. Oh ja. Kreativer Flammkuchen oder so. Waschen. Ja, das war jetzt auch die dritte Action-Sequenz mit einem außer Kontrolle hinrollenden Wohnwagen. Ganz langsam, der von einem Auto gestoppt wird und weitergeschoben wird und dabei wird gesungen. In dem natürlich Roy Black sitzt. Im Auto, im Wohnwagen sitzt ein kleines Mädchen. Ja. Genau, er rettet das Kind. Ja. Mit seinem Porsche. Geht er nicht besser. War es tatsächlich ein Porsche? Ich hab's gar nicht wieder gesehen. Aber sah von der Front her zumindest aus. Ja, ja. An der Front war ein Wohnwagen. Auf jeden Fall so Sportwagen-Gedöns. Ja, aber vorher sah es wie ein Porsche aus. Ah, da habe ich nicht aufgepasst. Aber auf jeden Fall schon was Neueres. Im letzten hatte er ja so einen wirklich älteren Dings. Genau. Das ältere Dings letztes Mal war auch schon klar. Ja. Dann. Aber keine Autofahrhandschuhe. Ich prangere das an. Ja. Vielleicht ist ja auch, kommt diesmal auch noch eine Zugszene mit dem Playboy, das werden wir dann feststellen. Keine Autofahrhandschuhe, Tatsache. Nicht mal er hier ja, mit seinem Schnuppi. Geht nicht. Verfall der Zivilisation. Deerstalker. Bitte? Deerstalker. Deer als Anrede, oder? Ja. Deerstalker. Deer mit D-E-E-L. Nein, wie halt der Kerl, der Hirsche stalkt. Aha, Deerstalker. Okay. Ich hab dich schon lange nicht mehr gesehen. Ich vermisse dich. Okay. Quälen wir jetzt weiter? Ja, komm, machen wir noch ein Viertelstündchen hier. Wieso sagst du auch noch ja? Ja, ist so. Ach so. Dann schuld. Das Schöne daran ist, dass ihr mehr leidet als ich. Ja, sehr sogar. Ich leide überhaupt nicht. Ja, dich will ich auch nicht bestrafen. Ja, Action-Sequenz. Oh ja. Zug, Krach, Pum. Und ohne Gesang diesmal. Aber mit Musik. Musik, ja, also. Also, wenn man es Musik nennt. Musik. Was haben wir denn da gesehen? Das Ende? Die Uransteine, Uranerz ist nicht mehr da, wo es sein soll. Ist übrigens voll die gute Idee, blankes Uranerz im Koffer durch die Gegend. Einfach so, ne? Das ist mein. Ja. Nicht, dass es bei Roy Black jetzt noch sonderlich viel Schäden verursachen könnte, aber. Ja, dann lässt man einfach das Kind quasi. Na, ich bitte dich. Ja, aber wir haben ja noch eine ganz. Du musst ja auch noch wachsen. Ja, aber nicht in alle Richtungen. Wir haben eine ganz neue Handlungsebene aufgemacht. Ja, sogar im Prinzip sind es ja zwei. Wir haben einmal die Roy Black, den Strang, den Erzählstrang. Und jetzt. Strick heißt das. Dann die ganze hier Auto-Wohnwagen-Geschichte, die dann übergeht mit der Schule. Ja, und die schwarze Hand. Ja, also wir haben jetzt noch einen. Polit-Thriller. Das ja. Establishment. Ja. Sie wollen ihn immer manipulieren. Heißt ja. Die schwarze Hand wegen Roy Black? Vielleicht und? Haben sie sich auch inspiriert gefühlt von dem Black First. Das war ja, aber da können wir uns ja auch für andere Handlungsebene. Deswegen ist auch das Kölner Kennzeichen auf einmal da. Als ausgleichendes Element. Genau. Mhm. Und ja. Wir haben die bösen Zwillinge, die immer die Streiche spielen.
Genau. Ach, deswegen tragen sie beide Ringe. Ja, also, hast du nicht gesehen, dass das Zwillinge sind? Die hatten damals alle die gleiche Frisur, die sind alle aus den Zwillingen. Alle diese Prinz-Eisenherz-Frisur. Ja. Ja, ich früher auch mal. Aber in ihrem Kopf? Doch, ich hatte die 70er-Jahre-Frisur in den 90ern. Das war nicht schön. Ach, die 90er waren nicht schön. Ja, ich auch nicht in den 90ern. Naja, auch Schatz, damals schon heute nicht. Heute bist du auch noch nicht. An dieser Stelle bin ich sehr dankbar darum, dass ich in den 90ern einen so halben Zentimeter Kurzhaarschnitt hatte. Ich wurde dann immer begrüßt mit einem kleinen Russ. Das hätte alles sie schon mal sehen können. Die hätte jetzt aussehen können wie Uschi Glas, die ist nämlich auch wieder dabei. Ja, mit einem unglaublich formschönen Zweiteiler, wie ich gerade gelernt habe. Es sieht nicht aus wie ein durchgehendes Kleid. Nee, wird sich nicht sehen. Achso, ich dachte, ihr meint den Förster Falkenau-Typen. Der ist Förster, sieht gar nicht so aus. Na, noch nicht. Noch geht er hier zu den Olympischen Spielen Waldsee. Achso, verstehe. Ja, es ist schon sehr, sehr schlimm, was wir hier gucken. Ist es vorbei? Ja. Juhu! Ein Direktor, der seine Schüler manipuliert, um sich selber aus dem Amt heraus zu ekeln. Obwohl er ja eigentlich eh pensioniert werden soll. Genau. Es sehr spannend. Es gibt echt viel Sinn bis jetzt. Und ich bin echt gespannt, wie es weitergeht. Ja, ich finde es sehr interessant, dass es ein Unterrichtsministerium gibt. Na, als Experte. Ja, ich habe mich schon gewundert, warum es nicht Kultus heißt, ne? Kultus das letzte Mal schon gesehen. Das gab es damals noch nicht. Aber wir haben sehr landschaftlich schönes Gebiet und ich möchte darauf hinweisen, wie gesund die Bäume auch aussehen. Dafür, okay, dass wir ja gerade schon das Hippie-Mädchen hatten, hätte ich jetzt eigentlich so eine Karl-Käfer-Geschichte erwartet. Ja, aber Waldsterben war damals noch nicht so, oder? Das ging ja erst 8 schon los. Ja, das ging ja später los, weil überall das Uran rumlag. Das sein. Aber das hilft doch beim Wachsen. Ja. Ja. Sieht man doch an mir. Ich weiß nicht. Ich meine, du bist nicht groß, aber du leuchtest wenigstens im Dunkeln. Aber ich habe noch eine Frage. Wo kann man denn den Titel momentan in der Handlung verorten? Wer ist denn Schatzi, wo ist die Pauke? Ganz am Anfang gab es ein Trommelding. Echt? Ja. In der Richter ist mein Drumset gestolpert. Ah, ich verstehe. Ja, überhaupt, diese ganze Schiene haben wir auch noch überhaupt nicht, ne? Diese Musik, ne? Siehst du mal, wie vielschichtig dieser Film ist. Ja. Und ihr kamt mir hier mit, das ist niveaulos. Wir haben ganz viele Handlungsebenen. Es hat doch keinen Sinn gemacht, aber ja. Ich bin gespannt. Sei es nicht. Wer als erstes weint. Ich schätze du. Kriege ich noch ein Bier. Ja, du kannst, wenn du das auf Pause stellst, dir eins holen. Juhu. Ja, wir hatten. Nein, doch nicht. Doch, damals. Juni 83. Als wir besoffen waren. Ich hatte ein paar Darmgrippe. Ich weiß, das war schön. Du hättest das Mammut nicht essen sollen. Wir haben dir alle gesagt, das ist noch nicht richtig Buchstaben. Hieß Mammut. Ja, aber der Knoblauch hat halt den schlimmsten Geschmack verdeckt, aber es reicht halt nicht. Ja. Und es fehlt das Salz. Salz fehlt immer. Also außer den Pfannkuchen draus, immer die vorhin da gemacht hat. So. Falls ihr das Weinen hört, das sind wir. Machen gerade Pause Nummer 3. Ja, wir haben aber immerhin schon fast, ich denke mal, 50 Minuten oder so durch, oder? Schau, 47 bei uns gerade. Ne? Irgend sowas hier. 49, ja, siehst du, gut geschätzt. Fast 57. Ja. Das ist erst mehr als Halbzeit. Wir haben noch eine halbe Stunde. Oh Gott, noch eine halbe Stunde. Also, das Problem ist ja eigentlich... Der Film an sich. Genau. Was wir nämlich... Also wir haben eben gar nicht mehr
den Punkt aufgemacht, dass das Kernthema dieses Films zu sein scheint, Frauen sehen Männer, die nicht da sind. Besonders ein, ja, nee. Besonders zwei. Ja, alle irgendwie komisch. Andersrum gefragt, wie viele Frauen in diesem Film sehen Männer, die da sind? Anita. Und die Produzentin. Ach ja, die gibt's auch noch. Diebin, die sieht auch halt immer nur ihren Partner und Anton. Ja, doch, die sind eigentlich alle bisher. Ich darf nicht reden, aber... Richtig. Also es kommt tatsächlich mehr Frauen vor, als ich gedacht als so habe. Aber auch hier wieder zu verdenken, Frau als Produzentin in Verantwortungs- oder Position, hatten wir ja letztens mit der dezent übergriffigen Fotografin Editorial Tussi. Und wir hatten schon wieder spektakuläre Actionsequenzen, eine Bootsverfolgung mit einem Wels-Mutanten. Ach ja, so Wälse können schon groß sein. Ja, aber die haben normal keine Arme und Beine. Das ist richtig. Keine Ahnung. Wobei die Frage dann immer noch ist, ist der Mensch mit den Armen und Beinen mutiert zum Wels oder der Wels? Aber gut, das ist eine Frage für einen anderen Tag. Für einen anderen Film, hoffe ich doch. Aber Uschi Glas trägt sehr hübsche Schuhe. Das unterschreibe ich. Und sie und Roy Black haben dieselbe Frisur. Oh, da kommt Nachschub. Das ist wie bei Dinner for One. Nur, dass es nicht der Tigerkopf ist, sondern die Wundmalampe. Der Christian-Kopf. Wer hat jetzt... Können wir jetzt aufhören zu reden oder müssen die mitreden? Sie müssen mitreden. Ahnung. Ich weiß auch nicht, wer da jetzt kommt. Ist egal, die müssen mitreden. Ob sie wollen oder nicht. Ah. Vielleicht ist es auch nur der Postbote. Ach ja, der Postbote kam auch vor in diesem Film und er hat Briefe gebracht vom Koitus-Ministerium. Es ist alles sehr faszinierend. Und Roy Black hat gerade auf dem Heimweg Uschi Glas begleitet und hinterher flüchtete sie sich in ihr Schulgebäude. Ja klar, hat gesungen, da wäre ich auch gerannt. Was panisch aussah. Wahrscheinlich wegen dem Singen. Ja. Ja, weil es auch ein komplett random Lied war, das er gesungen hat und Aber es hat was mit Pferden und Armeen zu tun. Nee, Rosen. Ja, alles. Und Zeit. Keine und verpasste Pferde Chancen. Und keine Armee bringen ich weiß mehr. Es war ein Kriegslied, glaube ich. Ja, und es ist ja Krieg, weil die schwarze Hand soll Müffel, nein, also eigentlich den anderen, aber Kellermann, den Dr. Kellermann, den Dr. Kellermann vertreiben. Der den Schuldirektor ersetzen soll, aber Roy Black hat sich als Dr. Kellermann ausgegeben, hat aber die Schlüssel mit Müffel vertauscht, dem Verlobten von Uschi Glas, und jetzt hat der was ins Gesicht gekriegt. Ja, es ist alles total auf. Er hat sich nicht mehr Kellermann ausgegeben, er hat nur gesagt, dass er unerkannt bleiben will, und die Rezeptionistin denkt, er wäre der Kellermann, der ja unentdeckt sich umschauen aber will. Aber er hat gerade nicht widersprochen, als sie ihn an Kellermann gedacht hat. Ja, aber er hat ja zugezwinkert. Ja. Er hat ja auch gesagt... Ich denke, das wäre ein ausgedachter Deckname oder so. Was denken Sie denn, wie mein Vorname ist? Michael. Ja, das hätte ich auch gedacht. Halt, statistisch ist das kein schlechter Tipp gewesen. Ja. Vor allem in den 70ern. Na, heute vor allem da hinten in der Ecke. Ja, was haben wir denn sonst noch erlebt? Ich weiß nicht. Ich habe mich aufhören können zu weinen. Ich auch nicht. Es ist... Man sieht so wenig, also wir haben noch mal ein paar Szenen gehabt mit diesem Speiseaufzug. Da hatte ich, glaube ich, gerade Sekundenschlaf. Und das ist nur gut. Ich habe das getimed. Ach ja, und dieser Industriespion, der immer Schnauze sagt, der war in einem Schrank. Und als der Schrank umgefallen ist, waren da sehr viele Flaschen in diesem Schrank. Und ich frage mich jetzt, wenn der so einfach reingepasst hat, wo waren die verdammten Flaschen? Neben ihm. Ja, aber... Und warum hat er sich nicht geschnitten? Weil die sind heilig geblieben, da sind nur die Korken rausgegangen oder so. Ach so. Und ihm natürlich zufällig in den Mund gefallen. Ja, wer kennt das nicht? Nein, das war kein Blaujob, er ist mir zufällig in den Mund gefallen. Genau. Servus. Hallo. Hallo. Und mal
mach was los, sonst ist mir zu kompliziert. Gut, und du wirst übrigens gerade aufgenommen. Ja. Also so. Ja. Halbwegs. Okay. Ich gehe. Nein. Na gut. Du kannst die Aufnahme aber auch jetzt stoppen, wir gucken weiter. Och nö. Ja, ich will auch nicht, aber. Komm, wir haben noch eine halbe Stunde. Nie mehr. Was bin ich froh, dass wir diesen Film nicht gesehen haben. Jo. Da steht jetzt keine Kabelverbindung. Hätte das nicht früher passieren können? Soll ich nochmal anmachen? Ja, ach, gerne. Was? Später. Es war ein wundervoller Film. Ja. Warum lügst du? Hast du zwischendurch was eingeschmissen, damit das so, so klingt? Also ich muss sagen, ich hasse Löcher so sehr eigentlich dann doch nicht. Doch. Es tut mir fast ein bisschen leid, aber fast. Ja, falls ihr euch fragt, wie es ausgegangen ist. Der Wohnwagen schwamm wieder. Keine Ahnung. Aber das Kind hat das Uran gefunden. War dafür aber immer noch nicht auf Toilette. Richtig. Uran, Urin. Das gute Urin. Ja, und da der Koffer ja verschwunden ist, kann man es ja einfach in eine Plastiktüte einpacken, ne? Das hat man da noch nicht so eng gesehen. Plastik und? Aber wenigstens hat er nur ein paar Mal gesungen. Fünfmal lief in diesem Film Schön ist es auf der Welt zu sein. Zum Glück nur zweimal mit Ton. Musik, genau. Ohne Ton lief es doch viel öfter. In meinem Kopf. So, ja. Wer gibt uns jetzt diese verlorene Zeit wieder? Bela. Bier. Das Schönste am Nachmittag ist, wenn der Hendrian den Grill anschmeißt. Das sind die Pausen. Wink mit dem... Ich geh gleich. Aber war das nicht eine wunderschöne Schlusssequenz jetzt? Nein. Hui, wir fahren. Ja, aber dieses Panorama mit dem schwimmenden Wohnwagen auf dem See war doch wunderschön. Ja. Nein. Aber haben die beiden nicht auch in einem anderen Film auf dem Wasser geknutscht? Ja, stimmt, ich irgendwann mal am Wörthersee oder so. Ja, ja, genau, da in dieser Schule. Im Bütchen. Ja, genau, ja. Ich habe viel verdrängt davon. Ihr habt mir doch die ganze Zeit gesagt, die Bootszene habt ihr nie gesehen. Wir haben den Film seitdem das dreimal gemacht. Wisst ihr, aber ich bin schuld. Ja, ja. Oh Mann. Ja, hier, Abschlussurteil. Es gibt maximal 10 Spucktüten zu verteilen. Meine sind aber alle voll. Wie würgig war der Film für euch? Also im Vergleich zu Kinderarzt Dr. Fröhlich, er war gruseliger, aber ich kann nicht behaupten, er wäre schlechter gewesen. Mhm. Aber er war gruseliger. Würde ich so unterschreiben. Also ich fand die Action-Sequenzen richtig toll. Ich habe ein bisschen viel geweint. Aber nur wegen der Romantik. Darf ich jetzt nach Hause gehen, Mami? Wo steht der harte Alkohol? Über Dela. Ja, also für mich hat er zu wenig gesungen. In den anderen Filmen singt er viel mehr. Also warum habe ich dich gehalten? Die, aber dieselben Lieder. Die Action-Szenen haben das wieder rausgerissen. Auf jeden Fall. Ja, aber was ist jetzt eigentlich mit denen passiert? Mit wem? Die sind enttarnt worden. Ach, mit den beiden Gangstern? Ja. Und dann sind die konnten fliehen. Ja. Gut, alles mit gut. Einem Koffer voller Schotter. Genau. Nee, der sitzt doch in der Schule mit dem Koffer voller Schotter. Ja. Also das letzte Mal. Hat er sich durchs Fenster noch geworfen. Ja. Ja, Theo Lingen ist endlich in Rente. Und der andere ist jetzt... Nicht da, der hat keine Lust. Der will kein Direktor werden. Das heißt, die Schule... Wird dicht gemacht oder so, ja. Ist ja eh irgendwo in der Pampa am Waldsee. Ja. Was ist mit den Olympischen Spielen jetzt passiert?
Die wurden ja feierlich eröffnet, aber... So viele Fragen. Zumindest brennt es eine Weile. Und am Ende sind sie auch alle gerannt. Also das geht voll los. Bis auf Massenstart, genau. Bis auf den mit der Tuba. Der hat in der ganzen Panik nochmal getubert. Tuba, Tubadu. War das ein Tubadur? Wo bin ich hier nur hingeraten? Das ist dein Wohnzimmer, glaube ich. Ich würde sagen, Andrea, du hast viele falsche Entscheidungen in deinem Leben getroffen. Das ist richtig, aber dieser Nachmittag gehört mit Sicherheit nicht dazu. Du darfst dann diese Aufnahme jetzt beenden, weil ich will das Geräusch noch einmal drauf haben. Ich stehe hier nicht mehr auf. The same procedure as every year.